das Wasser rein. Da geht das Wasser rein. Dann machen wir da eine Fackel hin, die bleibt jetzt. Jetzt müssen wir wieder das ganze Sandzeug wieder wegschaufeln. Haben wir nun langsam die richtige Tiefe? Ich frage mich auch, wie weit wir schon im Meer drin sind. Ich würde nämlich irgendwann mal auch anfangen, gerade zu werden. Ach ja, stimmt, wir haben ja gar keine Schaufel mehr. Also gehen wir erstmal hoch und da oben können wir dann auch erstmal das Sand wieder draufschütten. Damit das hier schön gepflegt aussieht. Dumm. Vielleicht hier noch einen Ausgang hinpacken? Mal gucken, wie sich das Ganze so entwickelt. Ich meine Maus dafür hasse. Oh, Monsterfalle. Ui! Eine Schneise der Verwüstung. Grauenhaft. Ist so wenig Sand. Ich habe gedacht, wir haben mehr. Machen wir mal ganz hässlich einfach mal sowas hier. Und wieso kommt hier Wasser rein? Ist denn hier passiert? Hab ich eine... Was ist da passiert? Wieso ist hier... Wieso ist hier auch so eine Schmeiße? Ach so, das ist da drüber. Ah, es hat mich gerade irgendwie... Von der Tiefe her würde ich sagen, reicht das eigentlich schon. Bis wir dann hier gerade durchs Meer durchgehen. Das wird schön. Schön. Und da essen wir kurz was. Fleisch. Ich mag diese Essensanimation. Das hat uns jetzt nicht sehr viel gebracht. Also essen wir mal wieder dieses komische Rottenfleisch, dieses Auge. Aber lecker. Und wir zücken. Wir sollten es eigentlich gleich mit Glas machen. Obwohl, nee, ich würde sagen, wir machen erstmal den Boden. Und der kann ja aus einem beliebigen Material sein. Aber dafür müssen wir wieder rein in das ganze Ding. Ja, hier läuft's lang. Hier mal so ein schönes Fensterchen rein. Dann haben wir auch noch einen Wert für diese Höhle gefunden, die anfangs noch ziemlich sinnlos erschien. Ich mag diese Holztextur. Ich finde, die sieht so schön rein aus. So ein ähnliches habe ich ja auch versucht zu machen, aber da sieht das alles natürlich viel besser aus. Scheint klar. Ich glaube, ich wechsle mal lieber zu einem anderen. Das Fenster ist jetzt hier. Da kann man schön, wenn man hier vorbeifährt, da kann man hier vielleicht... Hier könnte man doch auch die Farm reinsetzen. So viele Möglichkeiten. So, dann machen wir erstmal... Lalala. Wow. Wir sind ganz schön tief. Aber auch zur richtigen Richtung, Richtung Insel. Zur richtigen Richtung, Richtung Insel? Das sollten wir jetzt aber nochmal überdachen hier.
Ein Zombie. Sind wir in der Nähe einer Höhle? Zombie, tatsächlich. Was werden wir wohl gleich stoßen? Oder er ist... Das könnte natürlich auch sein. Nee, da unten ist es ja noch hell. Dort ist es ja noch hell. Kommen wir nun mal langsam da unten raus. Au, au, au. Ich weiß gar nicht, ob wir das noch eins erhöhen müssen. Für die Minecart-Strecke. Aber hier ist es 3 Felder hoch. Die Lichtverhältnisse wechseln noch immer wieder. Aha, das ist mir auch neu. Wo bist denn du? Scheiß Zombie. So. Ich sehe dich nicht. Wieso bin ich jetzt rausgelaufen? Ich habe keine Ahnung. Ja, das war jetzt ein kleiner Blackout. Wieso bin ich jetzt rausgelaufen? Können wir denn hier schon was sehen von unserem... Der geht ja wahrscheinlich... Oh, es grau ist. Mensch, schon wieder so. Boah, das ist ganz schön laut, die Musik hier. Ah, ist ja eh egal. Das ist hier drin, ist ja unendlich was, ja. Und wir können ja schon mal die Nacht nutzen und hier oben weiterbauen. Wir müssen ja nicht jeden Tag pennen. Das geht aber gar nicht. Jeden Tag schlafen. Also sowas. So verwöhnt wird auch nur das Minecraft-Menü. Und dann packen wir da drauf noch Glas. Schöne Lucky Musik. Ach, wie schön. Shane, Shane, Shane. Und in der Wüste kommen schön viele Monster. Und da verschwindet die Sonne neben unserem schönen Dorf. Wie schön Minecraft doch sein kann. Und hier können wir wirklich bis zur Tor runter gucken. Ist das nicht Shane? Ist das Maschine? Jetzt müssen wir hart durchgreifen und ein Dach basteln. Dafür erweitern wir mal kurz die Wolle-Dinger hier. Einmal rum. Oh, schöne Rosen oben drauf. Eigentlich könnten wir auf da hinten auf der Insel auch schon mal anfangen zu bauen. Und da hinten brennt ein Lichtchen von unseren Fackeln, die wir damals dort aufgestellt haben. Ach, wie schön. Was? Aus welchem Material könnten wir das dann machen? Ich würde sagen... Holz? Ja klar. Holz passt immer. Holz sieht immer gut aus. Aber vielleicht eine Glasdecke hier hin? Dass ich wirklich nicht will, dass das zu geschlossen aussieht, scheiß Holz. Oder besser gesagt, scheiß Maus. Ich weiß auch nicht, was mit meiner Maus los ist. Der hat so eine kleine Störfunktion. Die denkt zwischendurch, ich leg drauf, obwohl ich gar nichts mache. Oh, 2 Spinnies. Ansonsten ist es jetzt ziemlich ruhig. Ja, wirklich. Ja. Dann habe ich hier noch was drauf und da noch. Dann machen wir eben erstmal bei unserem... Wir können jetzt auch Glasscheiben machen.
Das könnten wir auch gleich mal ausprobieren. Die ganzen neuen Crafting-Rezepte sind mir noch gar nicht bekannt, so wie die Wassermelone. Das würde ich natürlich sofort machen, wenn ich wüsste, wie es geht. Und vielleicht werde ich auch gleich die Aufnahme pausieren. Ach, scheiße. Weil ich wirklich an diesem... Oh, mein Nase juckt. Oh, oh, oh. Oh. Ja. Kurzer Nasenjucker. Nee, so ging's nicht. Kann jetzt auch irgendwie Dungeonsteine machen. Damit die Cobblestones schöner aussehen. Oh. Au! Da fehlen eindeutig die Leitern. Oben zu. Die Blätter finde ich auch ganz süß. Oh! Das ist... Wie soll das denn jetzt gehen? Das verstehe ich nicht ganz. Aber die Schlösser auch schön vorne dran. Achso, wir wollten ja neue Crafting-Rezepte. Also, wir probieren mal... dämlich rum. So ging es nicht. Oder musste man das aus Cleanstone machen? Ich weiß es nicht, aber wir können es ja mit den Scheiben probieren. Ich glaube, die gingen so hier. Oder so hier. Oder... so. Okay. Okay, ich pausiere kurz die Aufnahme und erkunde mich kurz, weil das interessiert mich jetzt wirklich, wie man diese scheiß Wassermelonen macht. Eieiei, einfach strecken hier. Ah. Oh, wir können uns auch ein bisschen Bone Meal machen. Also, ich pausiere mal kurz, ne? Ich will mal kurz nur gucken. Das ist ja ganz verständlich. So, da bin ich wieder nach der kurzen Pause. Und ich habe herausgefunden, wir können einen Pilzbaum machen. Die Wassermelonen-Seeds, die finden wir, wenn dann nur... in Dungeon-Kisten und so ein Zeug. Da kann man die finden. Direkt abbauen kann man sie nicht. Und hier, man sieht, ist ein Skelett verreckt. Hat man auch gerade lautstark gehört. Das scheint mir ganz gut auszusehen. Passt vielleicht nicht ganz so zu dem unteren. Aber was soll's. Das werde ich eigentlich auch gerne ausprobieren, aber... ich glaube, die Pilze liegen noch ganz hinten in alten Häusern und vergammeln langsam. Und ganz ehrlich, ich bin echt zu voll, jetzt hinzurennen. Aber wir können... ja, wir können irgendwas machen, also... wenn Glasscheiben macht, das habe ich jetzt... ja, auch schon ganz vergessen. Aber ich würde sagen, wir bauen... das Ding hier auch noch hoch. Oder das wir es so machen. Sieht das aus? Wenn man das Ding noch wegkloppt. So wie das da. Ach, da oben muss ja das ran. Das ist eigentlich schick. Wenn es noch eins höher wäre. Ach, Mist. Dann würde ich sagen... damit uns hier das nicht alles zu einengt. Dass wir... dum, 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 dum. Hier oben einfach nochmal so Wolle-Dinger drauf poppen. Den Rest lassen wir offen, um möglichst einfach hier oben die Gefährte fliegen zu lassen. Nein, Wolle geht verloren. Man muss ja auch irgendwo die Wolle nutzen, die wir jetzt an 64 Stücken hier gekriegt haben.